Debbie Moon, oh Debbie Moon. Hallo ihr Süßen. Oh Gott, das wollte ich noch nicht. Also, hier ist Debbie Moon. Und ich dachte, ich zeige euch mal wieder ein bisschen, was so passiert ist. Ich bin in... Warte. In Meteoros City. Ich habe den Namen vergessen. Und ja, es ist viel passiert. Beim letzten Video war ich, glaube ich, gerade erst aus Wurzelheim gestartet. Ich habe... Ja. Also, ich habe meine Pokémon gerade mal so auf Level 10 trainiert. Mein Starter ist auf Level 12. Und ja, ich zeige euch mal, was ich so für Pokémon habe. Seid nicht irgendwie geschockt, das ist bei mir normal. Ich habe ein Papinella, das Jenny heißt. Also, schöne Grüße an Jenny. Ja. Ich hatte ja einen Wampel gefangen und das auch trainiert, aber es wurde halt, ich habe mit Safe State gemacht, es wurde kein Schalocco und ich wollte unbedingt ein Papinella und habe mir da ein Schalocco gefangen. Das heißt, wow, Moment. Das heißt, es kann halt nur so Absorber und Härtner. Aber egal, das wird schon noch. Ach da, okay. Da, Härtner und Absorber. So, das ist Matze, mein Fifien. Den gucken wir uns mal so an. Genau. Mein Fifien, Matze. Auch ein hastiges Wesen. Immer diese hastigen Wesen. Und hat einen müden Blick drauf. Schöne Grüße an Matze. Chrissy, mein Trassler. Hat natürlich ein zartes Wesen. Das passt total zu Chrissy. Also ich wollte unbedingt, dass Chrissy mein Trassler wird. Denkst alle, oh mein Gott, Trassler ist doch... voll selten und so. Es war lustig. Sobald ich Pokebälle hatte, war das mein erstes wildes Pokémon. Schöne Grüße an Chrissy, die mal ein wunderschönes Guardevoir wird. Mona ist mein Schwalbini. Ich weiß nicht, Mona, du machst das Schwalbini doch, oder? Ich habe halt ein weibliches Schwalbini gefangen und wusste nicht, wie ich es nennen sollte. Und ja, weil ich mich auch bedanken wollte, weil du mir so geholfen hast, dachte ich so... Ich nenne dich einfach mein Schwalbini Mona. Kühnes Wesen. Passt irgendwie, oder? Weiter. Ja, Hydropi, mein Shiro. Es ist Level 12. Ein Shiro sowieso. Grüße und ein Kuss und die. So. Linda, mein Knilz. Ich wollte halt unbedingt ein Pflanzen-Pokémon. Also, eigentlich wollte ich einen Samurzel haben, aber gegen Knilz wäre ich mich auch nicht. Kapilz ist sowieso viel süßer als ein Tangolist, also von daher ist es schon ganz gut so. Ein lasches Wesen. Aha, Linda, aha. Schöne Grüße an Linda. Waren das schon alle? Ja, das waren schon alle sechs. Ich habe noch ein, halt ein Wampel in der Box, das halt immer zu Panikon wurde. Vielleicht mache ich mir mal daraus ein Podox, wenn ich Langeweile habe. Das heißt auch Jenny. Weil ich halt von Anfang an die Absicht hatte, Jenny zu einem wunderschönen Papinella zu machen. Ist auch, glaube ich, mein einziges entwickeltes Pokémon, wenn ich gerade so gucke. Ja, und, ja. Und ich habe noch einen Luturzel, das ich aber nicht brauche, weil ich ja sowohl Wasser und Pflanze... Entschuldigung. Wasser und Pflanze in meinem Team habe, deswegen... Das ist übrigens Marlin. Wenn ein Pokémon Erfahrungen in den Kampf sammelt, kann es vorkommen, dass es irgendwann sein Aussehen verändert. Was hast du Schlaues zu sagen? Ein Pokémon verändert sein Aussehen? Wenn es das tun würde, wäre ich zu Tode erschrocken. Tja. Ich würde mal sagen, wir können die Stadt ein bisschen erkunden. Was ist das? Pokémon Trainerschule. Wir bringen dir alles für die Pokémon bei. Interessant. Felicia, die Arena-Leiterin, weiß wirklich eine Menge über Pokémon und sie ist sehr stark. Oh ja, ich guck mal in die Arena rein. Das wird wahrscheinlich jetzt voll der Fail. Ist das die Arena? Nee, oder? Das ist doch nur so ein Arena-Zeichen. Ich wollte gerade sagen. Hat der eine Typ doch in Blütenburg City gesagt, dass es immer so ein Arena-Zeichen ist.
Das sieht nach Arena aus. Was ist das hier? Hallo und willkommen in der Devon Corporation. Hier sind die stolzen Entwickler von Medizin und IT, die das Leben bereichern. Nett von euch. Dafür so ein Aufwand? Ah, Arena. Die Arenen sehen voll blöd aus. Keine Ahnung, also ich weiß gar nicht, welcher Typ die Arena ist und so. Teenager Gaston. Gaston! Niemand ist wie Gaston. Absorber. Gut, dass ich Jenny vorne habe. Und Level 10, ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Das ist sehr effektiv. Kleinstein. Oh nein, Tackle, oh mein Gott. Tschüss, Kleinstein. Au revoir. Das ist sehr effektiv. Kleinstein wurde Energie abgesaugt. Au revoir. Au revoir, Gaston. Spieler besiegt. Teenager Gaston. Du warst viel zu gut für mich. Hoffentlich haben die alle Gesteins-Pokémon. Ich meine, ich habe einen Hydropi. Und einen Papinella. Und ein Knospi. Nein, nicht Knospi. Gibt's noch gar nicht. Ein Knitz. Wenn du mächtig besiegen kannst, hast du keine Chance gegen Felicia. Wir sind hier mitten in einer Stadt. Na und? Meine Gestein-Pokémon müssen sich einfach austoben. Doppelkampf? Okay. Teenager Dominic. Boah, Domme. Immer Domme. Und Wanderer Hermann möchten kämpfen. Kleinstein wird von Teenager Dominic in den Kampf geschickt. Okay, Papinella ist gut. Matzen, also Jenny und Matzen, nein. Nicht Matze. Jenny macht Absorber auf Kleinstein. Matze wechselt mit Shiro. Okay. Wobei ich hätte doch eigentlich lieber Linda nehmen sollen. Weil Linda weniger Level hat, aber warum nicht? Ich meine, Shiro muss einfach sein. So, tschüss Kleinstein. Ein Kleinstein ist besiegt. Na, Shiro und Jenny ist schon ein gutes Team. Das weiß ich einfach. Gut. Kleinstein. Okay, gut. Und Einigler. Okay. Steigt. Jenny Absorber auf Kleinstein. Shiro Aquaknarre auf Kleinstein. Ja, Mann. Und boah, alle kriegen dafür Punkte, geil. Kleinstein wird eingesetzt. Aber erstmal ist Shiro dran, ja. Shiro setzt Aquaknarre ein. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit, da könnten wir vielleicht einen Arena-Kampf machen. Wenn das Gestein ist, haben wir auf jeden Fall große Chancen. Jenny reicht Level 11. Schön. Shiro. Absorber. Ja, ist egal. Es ist das letzte Pokémon. Ich glaube, Jenny macht das jetzt. Schön. Schön, Jenny. Also ich habe noch... Ich will natürlich noch... Das Team ist nicht endgültig. Domme und Hermann haben verloren. Wow, du hast wirklich Talent. Okay, so redet Domme nicht. Mann, 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 unser Herausforderer ist aber ein lebhaftes Wesen. Ja, Mann. Hallo, ich will jetzt auch zur Arena-Leiterin. Es wäre cool, wenn ich das jetzt noch packen würde. Hallo, ich bin Felicia, die Leiterin der Arena von Meteor City. Ich wurde Arena-Leiterin und mein Wissen, dass ich in der bla bla bla. Also, wenn ich die beiden immer noch vorne habe, ich glaube nicht. Wie viel hat die? 3 ist zu machen. Das ist sowas von zu machen. Ich habe Jenny vorne. Gut, Jenny macht das für mich. Absorber, bitte. Ich meine, es ist Level 12, aber ich muss es trotzdem schaffen. Ja, okay. Dürfte aber nicht so viel, dann. Felsgrab. Oh, das klingt nicht so gut. Das ist mies. Damit habe ich nicht gerechnet. Los, Linda, bitte. Gut, Linda, Absorber, bitte. Trank.
Boah, ist die direkt mies. Was ist das denn direkt für eine miese Schlange? So ein spontaner Arena-Leiterkampf muss einfach gut gehen. Macht er wieder Felsrad, die feige Sau? Ja, Mann, ich war schneller. Yay, Linda, Ich hoffe, Linda sieht das. Das war gerade mal das erste Pokémon. Ja, yeah, Linda reicht Level 11. Was Level 12? Nein, ich werde das Pokémon nicht wechseln. Ist das noch stärker? Auch Level 12? Also ich habe ja irgendwie Angst, dass danach noch was Härteres kommt. Ja, für ein Arena-Leiter sind drei gleiche Pokémon schon untypisch. Vielleicht kommt ein Onix oder so. Kann das sein? Ja, ging daneben. Schön, schön, schön. Ich glaube, wir schaffen das sogar noch. Aus Teil. Ich glaube, ich mache von jedem Arena-Leiter kam sowas. Das ist toll. Yay. Kein Schönbruder. Ja. Schönbruder einfach besiegt. Gut. Ja, Linda, reicht Level 12. Aus Level 13, das Gnet. Oh, Stein-Pokémon. Ja, ich nehme jetzt natürlich Shiro. Shiro, Schatz, du schaffst das, ich weiß es. Das Gnet ist dieser Stein. Aquaknarre. Und wir waren schneller. Sehr schön. Nur so wenig. Härtner. Wenn es nur Härtner kann, bin ich beruhigt. Rückentzug. Was ist das? Kann nicht fliegen. I don't give a shit. Sehr effektiv. Was macht das viel? Heilt es sich? Sie ne. Oh! Es nervt. Es nervt echt. Ja, Sknet, du nervst. Was Besseres könnt ihr wohl nicht, hä? Ich weiß gar nicht, ob Boden auch gegen Gestein was nützt. Ich bleib einfach bei Wasser. Ich weiß nicht, bei Boden auch. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Boden ist gut gegen Gestein. Aber ich bin mir einfach nicht sicher, also bleibe ich jetzt. Bei Aquaknarre zieht das viel ab. Ach, damit kann ich nicht. Schon wieder? Böse. Okay, bitte, bitte, bitte. Ich will gewinnen, ich will gewinnen. Ich will jetzt meinen Orden. Ja, ich krieg meinen Orden. Ich krieg meinen Orden. Ihr seid dabei. Ich krieg meinen Orden. Meinen ersten Orden. Das geht, wurde besiegt. Shiro erhält 360 Meter. Shiro hat aber 13. Und fast Level 14, ne? Letzter Felicia besiegt. So, ich habe verloren. Erscheint, ich muss noch eine ganze Menge lernen. Ich verstehe schon. Schreibe als Trainer, bla bla, dieses erhalten. Pokémon Liga Steinorden. Steinorden, Felsorden, witzlos. Ich habe einen Felsorden erhalten. Felsorden. Steinorden. Der Steinorden erhöht die Kraft der Attacken deiner Pokémon. Außerdem sind sie nun in der Lage, die VN sehr schnell auch außerhalb eines Kampfes einzusetzen. Dies möchte ich dir auch noch geben. TR39 erhalten. Felsgrab bestimmt, oder? Felsgrab, ja. Sie richtet nicht nur das Fallen von Steinen Schaden, sondern reduziert auch die Initiative. Sobald auch die TR... Ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich jemanden, der es könnte. Hauptsache ist, ich habe gewonnen. Und das sollte ich erstmal speichern. Ja, Mann. Das Gerät nicht ausschalten. Morgen. Baby hat das Spiel gespeichert. Yay. Geh weg aus dem Weg. Ach, Team Aqua. Warte, warte doch. Bitte, du kannst doch nicht einfach meine Waren stehlen. Was bist du denn? Mein verschlagen wirkender Mann. Wenn ich so darüber nachdenke, fällt mir ein, dass ich einen zwielichtigen Typen eben hier in der Ecke gesehen habe. Ja. Oh, du bist das. Du bist eine großartige Trainer. Ja, ja. Ich bin eine Trainerin. Ja,
Ja, aber das mache ich nicht jetzt. Ich gehe jetzt mal ins Pokémon Center und es ist auch gleich schon der Part um. Ich würde einfach mal sagen, hab mich gefreut, dass ich euch das zeigen konnte, dass ich gar nicht so schlecht bin, auf meine Pokémon Allers so Level 10 bis 12 sind. Okay, Leute. Das war's von mir. Bleibt mondig. Bis dahin, eure Debbie Moon.